Mario, seit wann hast du gemerkt, so, dass hier irgendwas nicht stimmt, wo du sagst, jetzt reicht, jetzt musst du selber was machen? Ja, seit wann? Es geht schon viele Jahre, schon weit vor, ich darf es mal sagen, Corona. Das war ja ein Thema, wo tatsächlich viele aufgewacht schon sind und mitbekommen haben, hier stimmt was im Land nicht. Aber bei mir tatsächlich schon 4 Jahre früher, wo ich mich tatsächlich mit politischen Hintergründen aus Büchern und anderen Hilfsmitteln da doch schon belesen habe und festgestellt habe, so haut es nicht hin. Ja, der Hintergrund ist hier ein anderer, wie viele denken. Du hast deinen eigenen Meisterbetrieb, den Handwerksbetrieb. Was machst du? Ich bin Dachdeckermeister an einem Zimmerei-Dachdeckerbetrieb sozusagen. Wir führen den zu dritt, ja, und sind am Markt erfolgreich noch. Ja. Wir sind gut aufgestellt, können wir sagen, bis jetzt noch. Aber mit den Berufskollegen, mit denen ich jetzt permanent in Kontakt bin, durch viele Ämter, die ich neben der Arbeit an neben unserer Firma noch bekleide, merke ich doch schon, dass es nicht mehr so goldig ist, wie unsere Regierung aktuell noch denkt. Okay, wie sieht es bei euch im Betrieb aus mit der Kostensteigerung? Was für vermehrte Kosten habt ihr, wo ihr sagt, wenn es so weitergeht, können wir die irgendwann nicht mehr stemmen? Es geht nicht darum, ob wir es stemmen können, es geht darum, ob unsere Kunden das stemmen können, was wir letztendlich durchreichen müssen. Ja, wir hatten ja aufgrund der Sanktionspolitik, die ja immer noch gefahren wird, hatten wir Preiserhöhungen, die jenseits von Gut und Böse waren. Die wurden jetzt wieder erstmal ein Stück zurückgenommen, bei Weitem nicht da, wo wir gewesen sind. Und noch können unsere Kunden, kommt darauf an, welches Klientel man hat, können die noch bedienen. Aber es ist die Frage, wie lange und wo unsere Stundenverrechnungssätze denn mal hingehen sollen, um das Ganze noch zu stemmen. Die Frage muss man sich stellen, ja. Jetzt kommt die erste provokante Frage. Wer so lange auf der Straße ist wie auch wir, muss dann fragen, wenn wir ankommen. Handwerk ist okay, ist sehr, sehr wichtig. Wir sprechen es seit ungefähr 2,5 Jahren an, dass die Handwerker, Gastronomen und endlich mit uns auf die Straße kommen müssen. Jetzt sehen wir hier Handwerker für Frieden. Ich habe immer gesagt, wenn ich an diesem Knochen stand, wir sind doch alle Menschen, die per se für Frieden sind. Das ist doch bei euch nicht anders, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Das sollte grundlegend unser Ziel für alle sein. Aber es schwindet ja, und das sehen wir jeden Abend, beziehungsweise die ARD und ZDF gucken, die sehen letztendlich, was tatsächlich daraus gemacht wird, was für eine Kriegstreiberparteien letztendlich bei uns am Werk sind. Und natürlich ist es selbstverständlichst, dass wir alle für Frieden hier stehen sollten. Und diese Handwerker für den Frieden, diese Vereinigung, ja, die sind, die jetzt deutlich aussprechen, was ohnehin viele denken. Aber es müssen natürlich auch viel mehr, es nicht nur denken, sondern herkommen zu diesen Veranstaltungen. Okay, ist es nicht wichtig, dass gerade die Handwerker, die Gastronomen, alle, die letzten 3,5 Jahre, sag ich mal, ihr werdet ja die letzten 3,5 Jahre auch gelitten haben, vielleicht ein bisschen weniger wie die Gastronomen, weil die haben es direkt gemerkt mit den Einschränkungen. Wie sind da die Themen? Weil der Staat hat ja schön Zucker verteilt. Denke ich mal an euch auch. Und viele, mittlerweile über 38%, haben jetzt zu kämpfen, diese Zucker wieder zurückzahlen zu müssen, weil irgendwelche Zahlen nicht stimmen. Da merkt man ja schon, dass alle irgendwie betrogen, beschissen, hintergangen wurden. Da fragt man auch immer, wir haben seit 1,5 Jahren aufgerufen, kommt zu uns, kommt mit, wir müssen jetzt was tun, weil die Gesetze, die jetzt verabschiedet wurden, hilft keinen, hilft euch nicht, helfen den normalen Menschen nicht. Und so wird sich das Rad nie wieder anfangen zu drehen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Also siehst du da auch eine Parallele zwischen den letzten 3,5 Jahren, diese sogenannte Corona-Krise und jetzt, wie es weitergeht? Oder denkst du, Corona und alles, was war extra und jetzt geht es mit dem Politischen weiter? Man kann bei dem, was man hier so erlebt und wenn man sich mit der Gesamtsituation beschäftigt, intensiv beschäftigt, dann stellt man fest, dass das alles einen Zusammenhang hat. So sehe ich das. Ich kann jetzt nicht für alle Bürger in der Form sprechen, aber für mich kann ich an der Stelle ganz klar sagen, dass das alles im Zusammenhang steht. Und man hat natürlich mit Corona und alles, was dazu gehört und wie man da gepeinigt wurde, genötigt wurde und was hier mit dem unter anderem deutschen Volk, hat ja nun ganz, die ganze Welt hat es ja betroffen letztendlich, und es war ein Startschuss, ein Einstieg, um zu gucken, wie weit können wir schon mit dem Volk gehen? Wie weit haben Medien, diese Massen-Mainstream-Medien, die da einwirken, jeden Abend um 20 Uhr, wie weit hat das schon gefruchtet? Wie verblödet ist unser Volk und wie weit können wir mit diesem Volk gehen? Und da muss man ganz klar sagen, wir nicht. Okay, also bist du auch der Meinung, wenn man diese
Ich sag mal, wir haben vorhin darüber geredet, wenn wir die vier Dinge nehmen, Frieden, Freiheit, Souveränität und die Medien noch dazu, haben wir eigentlich die vier Dinge, um die wir uns kümmern müssen, weil da sind eigentlich alle Probleme drin, die unser Land betreffen. Und genau das hatte ich ja vorhin in meiner Rede in einem Satz gesagt, wo ich gesagt habe, außer die gegenwärtigen Probleme müssen wir die anderen Probleme, die noch alle, und die wurden eben sehr schön aufgezählt, die müssen wir insgesamt ansprechen. Und hier ist nichts als ein Alleinstellungssache ist hier nicht. Und die müssen angesprochen werden. Und da müssen wir uns in der Gesamtheit drum kümmern. Ja, und das ist nicht ein Problem, das sind viele. Aber, und da bin ich mir sicher, dass die alle irgendwo ineinander mit einspielen. Und diese Lenkung, die, und das wurde heute auch angesprochen, zwischen den Westen, westlichen Staaten und uns hier als Deutschland, und dieses Lenken, das kriegen wir hier deutlich zu spüren. Ja. Wann warst du das erste Mal auf so einer Veranstaltung, Kundgebung, Demo, wie man es auch immer nennt? Wann war ich das erste Mal? Also ich habe im eigenen Ort eine Kundgebung gegeben. Wir sind dann Anfang dieses Jahres auch in Berlin am Brandenburger Tor gewesen, wo ich gesprochen hatte. Ja. Also auf den Demos seit Corona eigentlich schon. Ja, seitdem sozusagen bin ich bei den Montagsspaziergängen bei. Die sind jetzt, und das merkt man zurzeit überall, dass das rückläufig ist, weil der Deutsche erschöpft ist, sage ich immer ganz deutlich. Und jetzt doch erstmal, und dafür appelliere ich, den Arsch, ich sage es jetzt deutlich, mal wie hoch bekommen muss und an der Sache weiterzumachen. Wir müssen daran weitermachen, sonst wird das hier komplett runtergefahren, und so habe ich es heute in meiner Rede auch schon ganz klar gesagt. Wir haben dich ja extra genommen, weil die Rede von dir war so, wo man sagen kann, auch ich, der kritisch ist da bei den Demos, Kundgebungen, weil mir viel zu viel weichgespült wird, war deine Rede die einleuchtend war, die in den Kopf rein gegangen ist. Wenn wir jetzt weitermachen mit dem Weichespülen, mit dem immer drumherum reden, nach meiner Meinung kommen wir so nicht weiter, weil irgendwie sind wir schon 5:05, wir sind 5:01, wenn wir uns die europäischen Gesetze angucken mit der digitalen ID und das alles. Wenn wir so weitermachen, fallen wir runter. Da ändern wir nichts an der Einwanderung, da ändern wir nichts an dem Rad, was sich weiter drehen soll, da ändern wir nichts an den Steuern, die vielleicht auch runter müssen, die geändert werden müssen. Da muss mehr Klartext gesprochen werden, oder ist auch deine Meinung? Das ist ganz klar meine Meinung. Um so eine Rede zu schreiben, tatsächlich sitzt man, hat ja meine Frau deutlich gemerkt, da sitzt man eine Weile und bringt da einigen Hirschschmalz ein. Und ja, so, wer mich kennt, weiß ganz klar, dass ich nie um den heißen Brei rumrede, sondern konkret die Sachen anspreche und denke, mit entsprechendem Hintergrundwissen auch das belegen zu können. Und ja, ich wünsche mir natürlich, dass noch mehr deutlich die Sache hier ansprechen und dass generell dieser Widerstand, ich muss es mal so deutlich sagen, dass dieser Widerstand irgendwo jetzt wieder erhöht wird. Der Druck muss erhöht werden, bis was passiert. Und wie heute schon angesprochen wurde, 89 wurde auch Druck aufgebaut. Und da müssen wir, und das kann ich eben nur vom Hören sagen, aufgrund meines Alters, weiß ich noch nicht, was 89 live gelaufen ist. Aber ich kann jetzt sagen, dass wir an so einer Stelle sind, vergleichbar. Und da müssen wir ansetzen, da Widerstand zu leisten. Ich würde da ganz kurz einhaken. Aber natürlich. Und zwar würde mich natürlich interessieren, welche Lösung wünschst du dir speziell fürs Handwerk? Was kann da zukünftig seitens der Regierung auch verbessert werden, damit eure Situation im Handwerk einfach auch nachhaltig und langfristig gestärkt wieder wird? Da kann ich ganz deutlich was sagen, dass heute wurde schon angesprochen, erst 4 Milliarden, jetzt erhöht auf 8 Milliarden, so wie in meiner Rede heute schon angesprochen, dass Millionen und Milliarden von Euro für die ganze Welt bereitgestellt werden, war ja ein Satz meiner Rede gewesen, und so ist es auch. Und genau da müssen wir zurückrudern, nicht der Samariter für die ganze Welt zu sein, sondern dieses Geld, nicht mehr, nur dieses Geld schon reicht, ja, um unser Deutschland irgendwo wieder hier auf eine sozialverträgliche Schiene zu bringen. Ja? In den Kitas, wie angesprochen wurde, in den Schulen, im ganzen Bildungssystem und natürlich auch beim Handwerk. Weil Handwerk lebt davon, dass es Kunden hat, und diese Kunden müssen sich unser Handwerk leisten können. Ja. Und das geht nur mit entsprechenden Steuern, die so reguliert werden, und Unterstützung, dass das Ganze funktioniert. Ja, wir haben ja die Problematik, ne, dass gerade für die Großindustrien, ne, dort Zuschüsse gegeben werden, gerade was die Energiepolitik betrifft, ne, dass das im Prinzip das auf der einen Seite die Energiesteuer, die CO2-Steuer, was da auch alles kommt, erhöht wird, jetzt auch nächstes Jahr. Aber auf der anderen Seite werden dann Großindustrien subventioniert, wieder über Steuergeldern. Also so eine irrsinnige
Na, Siemens Energy mit 7,5 Milliarden Euro. Es macht irgendwie keinen Sinn, auf der einen Seite die Steuern zu erhöhen und dann mit Subventionen im Prinzip auch wieder aus Steuermitteln Großindustrien zu unterstützen. Aber Handwerksbetriebe, ihr geht da leer aus, ne? Also was ihr das habt betrifft, über euch, ne, noch die Innung, richtig? Wir haben über uns letztendlich was machen die? Was machen die? Das ist die Innung und dann der Landesverband, an dem ich ja auch letztendlich beteiligt bin durch entsprechende Ehrenämter. Und ja, was machen wir? Wir können soweit unterstützen, dass wir diesen Paragraphendschungel versuchen aufzuklären und die Firmen damit hingehend zu unterstützen, denen einen Leitfaden zu geben, mit dem, dass man mit dem Druck der neuen Ideen, die unsere Regierung hat, irgendwo klarzukommen für sein Unternehmen und das dann umsetzen zu können. Bis jetzt, sage ich auch ganz klar, stellen wir fest, dass man immer noch bei seinen ganzen Ideen, hier was teurer zu machen, so ein bisschen vorsichtig beim Handwerk ist. Unabhängig mal jetzt dieser massiven Materialpreissteigerung. Ich erinnere jetzt nur an die Lkw-Maut, die letztendlich so weit runter geregelt werden sollte, dass es auch Handwerksbetriebe betroffen hätte. Wäre der nächste Schlag gewesen, der nächste finanzielle Schlag, den wir hätten auch weitergeben müssen an unsere Kunden. Und da hat man jetzt erstmal wieder zurückgerudert. Es ist hier ein Kräfteringen, so kann ich es mal sagen, zwischen Politik, Handwerk und Bevölkerung, wo hier letztendlich zurzeit versucht wird, wie weit können wir gehen. Ja, und wir sagen, mit so einer Veranstaltung wie heute, ich sage es nochmal, müssen wir dagegen steuern und zeigen, mit uns nicht. Würdest du so weit gehen, dass du die Voraussetzungen zur Gründung eines Handwerksbetriebs so ein bisschen auf den Prüfstand stellst, dass du Grundsätze, die im Handwerk ja auch vorherrschen, dass du da die Hürde für die Selbstständigkeit einzelner Personen, würdest du das runterschrauben oder glaubst du, dass dann das Handwerk an der Qualität leiden würde? Ja, das ist eine Frage, die man so einfach ja nicht beantworten kann. Schwierig. Grundsätzlich ist es so, dass ich eben sage, dass Handwerk in seiner Qualität natürlich hochgehalten werden muss, weil es kostet so oder so viel Geld. Und wie ich es heute schon angesprochen habe, mit dem Fachkräftemangel und dem, wie man uns erzählt, wozu diese Migration jetzt hier darauf wollte ich nämlich hinaus, genau. Und was da an Fachkräfte bei rumkommen sollte, weil so wird ja das ganze Paket verkauft, da erleben wir ganz deutlich im Handwerk, dass das nicht so ist, beziehungsweise ja vereinzelt. Und da sind die Probleme da und wir erleben es in den Berufsschulen auch da, dass Beisitzer irgendwo beisitzen werden muss bei den Prüfungen, bei der Ausbildung, um überhaupt die Sprachbarrieren beispielsweise oder die ganze Vorbildung, die, und da sage ich auch nochmal ganz klar, in unserem Land ist ja unsere eigene Schulbildung schon katastrophal. So heißen, wir fangen ja ohnehin mit den eigenen deutschen Kindern schon an, mit so weit runter zu rudern, dass wir ein Niveau für unsere Ausbildung haben, für das Handwerk. Wie soll es denn erst sein, mit denen, die man sich hier vorstellt, hier einzubringen, als die neuen Fachkräfte? Ja. Weil, was sind die Fachkräfte? Und möchte ich an der Stelle ganz klar sagen, es sind die, die irgendwo für Speditionsfirmen wie Amazon als Kurierfahrer eingesetzt werden. Und das nenne ich moderne Sklaverei, weil für den Preis, für den die da arbeiten gehen, das ist das, was man sich hier reinholen will. Das Handwerk, sage ich ganz deutlich an der Stelle, ist da hinten an, weil sie genau wissen, dass diese Qualität, die wir brauchen, in den wenigsten Fällen erfüllt wird. Die Voraussetzungen bei euch im Handwerk sind auch runtergeschraubt, oder? Bei den Prüfungsvoraussetzungen oder die Prüfung allgemein sind so weit runtergeschraubt, auch schon bei unseren Jugendlichen, dass man die wieder hochschrauben müsste eigentlich. Also ich bin selbst gelernter Koch, ich habe mal eine Prüfung gemacht, ich habe mir vor 2-3 Jahren mal so was angeguckt, wie die Prüfungen heute sind. Da würde jeder von uns lachen, würde sagen, hätten wir das früher gehabt, hätten wir 2 Stunden gebraucht, dann wären wir durchgekommen. Also da müssen wir auch wieder höhere Maßstäbe anlegen, wenn man bedenkt, dass dieses Jahr 155 Ausbildungsabbrüche in diesem Land passieren. Also irgendwas muss ja da nicht stimmen. Irgendwas läuft da ja grundlegend falsch, oder? Das ist eine sehr schöne Frage. Die erinnert mich an eine Aussage, die vor ein paar Jahren an mich getroffen worden ist von einer Handwerkskammer, die ich jetzt nicht benennen möchte, die zu mir sagte, Herr Bayer, Sie müssen Ihre Anforderungen runterschrauben. Und genau das, und das habe ich damals schon gesagt, das wird nicht passieren. Bevor ich hier 200 Lehrlinge durchkommen lassen würde mit einem ganz gefährlichen Halbwissen oder mit gar keinem Wissen, nehme ich 100 oder 150, die irgendwo überhaupt eine Chance im Handwerk hätten, um diese dann fachlich und qualitativ weiterzuführen. Und da appelliere ich weiter dran. Und ja, wir haben, weil ich in einem Bildungsausschuss beim ZVDH, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, sitze und da auch ganz klar Prüfungsordnungen und Prüfungsinhalte sowie die Ausbildungsordnung werden da ja
irgendwo überhaupt erst wieder entwickelt. Und dort gab es tatsächlich irgendwo Rückruderungen, ja, wo man da auf diese Situation reagiert. Und da bin ich auch da dran, ne, dieses Niveau auf ein vernünftiges Niveau wieder anzuheben. Perfekt, dann haben wir soweit alles. Mario, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielleicht sehen wir uns gemeinsam. Ich bin mit meiner Frau oder mit unserer Organisation ein bisschen. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, was wieder zu machen, weil die Deutschen sind eben so, sie werden schön unten gehalten und eingeschläfert. Aber so die Probleme ansprechen, so wie du, so wie meiner einer, da sind wir schon auf einer Wellenlänge, glaube ich. Ich halte das auch für wichtig, dass das immer einem größeren Publikum immer mehr und immer wiederholend beigebracht wird, sage ich es mal ganz vorsichtig. Weil das sind ja Probleme, die wirklich Karl Otto vom Baumschulenweg, sag ich mal, betrifft, wenn der mit dem Handwerker anruft und fragt, wieso habe ich keinen Termin und, warum kostet das so viel, um den Menschen verständlich zu machen, dass Handwerk eben eine kostbare Leistung ist, die du nicht einfach mal eben bei Amazon bestellen kannst und einen Kleber drauf und dann hält das wieder. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich auch bei diesen Demonstrationen, bei diesen anderen Demonstrationen immer wieder brauchen. Nicht nur fokussiert auf das Handwerk, sondern im Fokus sollte der Mensch stehen. Das ist ja genau die Problematik, die wir haben, dass wir uns als Menschen spalten lassen. Im Grunde, das ist ein grüner, ein gelber, ein blauer, was auch immer. Aber zu erkennen, dass wir Menschen einander brauchen. Jeder im Grunde, der ist halt die Krankenschwester, der Polizist, wie auch immer, der Handwerker. Das ist ja ein Gesellschaftsgefüge. Und wenn wir gegeneinander agieren, dann werden wir uns letztendlich irgendwann mal mit der Keule wieder auf den Kopf hauen, nur um unsere Höhle zu bewachen. Ne? Also da so soll es ja nicht enden. Ne? Ich glaube, ich spreche für Mario, wenn ich sage, auch er in der Kleidung, Leute, das sind Handwerker. Kita, Schule, hört auf, irgendwo im Computer zu sitzen oder sonst was, lernt ein Handwerk. Bei mir wurde immer beigebracht, und Mario bestimmt auch, wenn man so sagt, Gas, Wasser, Scheiße. Mittlerweile kann man mit Gaswasserscheiße Millionär wieder werden, weil keiner mehr Handwerk lernen möchte. Und jeder, der uns hier zukickt, auch von den Jugendlichen, sollte sich mal überlegen, ein ordentliches Handwerk, einen ordentlichen Beruf zu lernen und nicht YouTuber, Influencer oder irgendwelche Schreibkräfte zu werden. Das ist viel wichtiger für unser Land, um das wieder hochzuholen, zu heben. Wenn wir das alle gemeinsam wollen, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, oder? Aber das waren genau die Worte zusammenfassend, wie du schon richtig gesagt hast. Ich spreche jetzt mal in den Gedanken und Worten von Mario. Nee, genau das ist es und da müssen wir hin. Und dafür werbe ich als Landeslehrlingswart für Brandenburg. Und der ist dann auch noch in Person. Aber da spreche ich generell für das Handwerk. Und genau deine Worte, Projekt nicht mehr weiter wiederholen. Genau das hat es auf den Punkt getroffen. Danke. Vielen lieben Dank, Mario. Dankeschön. Wir sehen uns wieder. Danke. Komm gut raus. Ja.